Wer kennt das nicht? Es wird ein Produkt empfohlen, es wird ein Markenname genannt oder ein Produktname und man weiß nicht genau, wie schreibt man das. Ein letztes Beispiel bei mir waren Fidschi-Ringe. Die schreibt man wirklich ganz anders, als man im ersten Moment denkt. Oder aber eine Edelstahlflasche, die fürs Wandern empfohlen wird von Clean Canteen. Das probieren wir jetzt einfach hier bei den Bergfreunden mal aus. Ich habe eine Clean Canteen, die ich suche und ich sehe direkt während dem Eingeben, oh wow, hier gibt es eine Marke, die heißt so ähnlich, schreibt sich aber ganz anders, als ich gedacht habe. Wir sehen hier, obwohl ich mich vertippt habe, bekomme ich die Marke vorgeschlagen, ich bekomme Produkte vorgeschlagen und kann mit einem Klick in das richtige Sortiment einsteigen, bekomme die Ergebnisse angezeigt und lande hier sogar auf einer schönen Branding-Page. Was FactFinder im Hintergrund auch noch macht, ist, wir nehmen nicht nur den Suchbegriff und finden fehlertolerant und intelligent das Richtige, sondern über KI und Machine Learning und die Wünsche des Händlers, die hinterlegt werden können, sorgen wir dafür, dass die Produkte weiter oben stehen, die der Händler auch verkaufen möchte. Klassische Beispiele, die dabei berücksichtigt werden, sind Verkaufsrang, Verfügbarkeit, aber auch andere KPIs können gewichtet werden. Das Ganze können wir selbstverständlich auch personalisiert, weil auch das ist heute ein extrem wichtiges Feature. Dafür werfen wir jetzt einen Blick auf unseren eigenen Demo-Shop, bei dem wir die Möglichkeit haben, die Personalisierung zu zeigen und suchen mal sehr generisch nach einem Begriff wie Shirt. Danach sehen wir, es gibt über 4000 Produkte. Das ist ein bisschen kompliziert, sich da zurechtzufinden. Wir haben hier aber für diesen Demo-Case einen Login-Button gebaut und jetzt kann ich mich als User Laura zu erkennen geben. Und nach nur einem Klick sehe ich dann, aha, ich bekomme Produkte für Damen angezeigt. Es wird hierbei geschaut auf verschiedene Vorlieben, die Laura hat, wie Markencluster, Größe, aber auch Preisgefüge. Das Ganze sehen wir, wenn wir rüber wechseln auf einen anderen User, den wir angelegt haben, den Bernd. Weil Bernd scheint eine Vorliebe zu haben für reduzierte Artikel. Und natürlich entsprechende Herrenartikel, die auch in seiner Größe verfügbar sind. So helfen wir mit der Personalisierung für jeden Kunden, die Customer Journey einzigartig zu machen. Was noch so alles möglich ist, zeigen wir euch im nächsten Schritt mit unseren Merchandising-Funktionen und wie wir durch Kampagnen die Customer Journey noch weiter optimieren können.